Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie sehr herzlich einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute geht es um eine Kamera aus VEB, Kamerawerke Dresden. Es geht um die Praktika FX. VEB, volkseigene Betriebe, Kamerawerke in Dresden. Diese Kamera stammt aus der Kamerawerkstatt Gute und Torsch. Später wurde umgenannt auf Charles Noble. Paul Gute und Benno Torsch gründeten 1919 die Kamerawerkstätten Gute und Torsch Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Firma ist mehr bekannt als KW in Niedersächsisch bei Dresden. Dresden war der Mittelpunkt der deutschen Kameraindustrie. Als Schweizer Staatsbürger mit einem jüdischen Hintergrund ließ Torsch 1938 Deutschland in Richtung USA. Das Unternehmen in Dresden tauschte er gegen ein gut gehende Fotogeschäft in Detroit in Amerika. Der Dresdner Betrieb wurde von den deutschen stämmigen Amerikanern der Familie Noble erworben. Die Firma wurde vom Vater und Sohn Noble geleitet und sie nannten sich Kamerawerkstätte Charles Noble. Charles Noble beschloss, nur auf Spiegelreflexkameras, einäugig versteht sich, zu konzentrieren. Und während des Zweiten Weltkrieges blieb der Betrieb in Dresden unzerstört und so konnte man wirklich weiter produzieren. Im Juni 1945 war das, nach dem Krieg wurde Charles und John Noble von der sowjetischen Besatzungsmacht verhaftet und ohne irgendeinen Grund inhaftiert in eine Internierungslager für Zivilisten in Gulag interniert. Das Unternehmen wurde beschlagnahmt und die zwei wurden in Arbeitslager interniert. Das Unternehmen ging in volkseigene Betrieb, Kombinat Pentagon, auf. Und dieses Unternehmen ist eigentlich das Unternehmen, der die Praktika-Kameras erzeugte und Weltruf erlangte. Nach dem Krieg konnte der Vater Noble nach Amerika zurückkehren. Der Sohn aber wurde 1950 zu 15 Jahren Zwangsarbeit im sibirischen Gulag verurteilt. Ihm gelang nach ein paar Jahren eine Nachricht zum Schmuggeln. Und hier spielen sehr viele Zufälle eine riesengroße Rolle. Ein Mitgefangener von ihm konnte nach Deutschland eine Karte schreiben, aber mit genehmigten Zensur. Das heißt, die Karte wurde zensiert und freigegeben. In dieser Karte hat der Noble Sohn eine Nachricht auf Englisch geschrieben, wie ist bis heute nicht bekannt. Der deutsche Empfänger ließ den Inhalt der Karte und diese englische Nachricht kam ihm verdächtig und leitet diese Karte an die amerikanische Militärbehörden. Sie schickten die Karte nach Amerika und dann endlich wusste man anhand dieser deutschen Kartenempfänger, wo der Sohn von der Familie Noble stationiert oder verhaftet war. Sogar der General Eisenhower hat sich in die Vermittlung eingegeben und nach etwa 5 oder 10 Jahren ist auch der Sohn frei bekommen.
Auf jeden Fall, diese VEB-Kamerawerke Niedersetzlich gehörten zu den technischen, innovativsten Unternehmen der Kameraherstellung in den 30er und 50er Jahre. Und die Familie Noble hat wieder das Sorgen für diesen Betrieb übernommen. Inzwischen ist die Praktika FX ist eine Kamera des Herstellers VEB Kamerawerke Niedersedlitz. Bekannt als Kamerawerkstätte Kamerawerke. Es ist eine einäugige Spiegelreflexkamera für Kleinbildfilm, Format 24x36. Der hat ein Objektiv, ein Wechselobjektiv, Zeiss Jena Biotar. Der Schlitzverschluss ist bis 1/500 Sekunde und der hat einen faltbaren Lichtschacht. Der Lichtschacht hat auch eine Vergrößerungslupe für bessere oder genaue Einstellung, ist blitzsynchronisiert. Das ist die seltenere Ausführung mit drei Buchsen. Üblicherweise ist eine oder zwei, hier sind drei. Und das, was mir sehr viel Rätsel gibt, das sind die zwei Blitzschuhe. Üblicherweise haben diese Kameras keine einzige Blitzschuh. Hier sind zwei und das ist nicht laienhaft angebracht, sondern irgend von einer Fachwerkstatt für irgendeine bestimmte Funktion. Warum? Ich weiß gar nichts. Die Kamera ist überhaupt sehr schwer zu bestimmen, weil es ist bekannt, dass diese volkseigene Betriebe im Jahresrhythmus wurde der Name gewechselt. Da waren Schwierigkeiten bei den diversen Systemen, Ausführungen. Es gibt eine sehr, sehr große Modellvariante. Das war eigentlich eine der ersten Spiegelreflexkameras. Made in Germany oder, sagen wir mal so, Dresden, die damalige Hochindustrie-Kameragebiet. Danke fürs Anschauen und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.